Am Mittwochvormittag haben Unbekannte im Bereich einer Toilette der Alexander-von-Humboldt-Schule mit Reizgas gesprüht. Insgesamt 60 Schüler klagten nach derzeitigem Kenntnisstand anschließend unter anderem über Atemwegsreizungen oder standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. 12 Schülerinnen und Schüler wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wir haben uns dann ein erstes Lagebild verschaffen. Wir sind ins Gebäude rein, haben Messungen durchgeführt, haben das komplette Gebäude kontrolliert. Man muss hier sagen, die Hausmeister und die Schulleitung haben da gute Maßnahmen ergriffen. Sie haben sofort alle Fenster aufgemacht, haben sogar ein Laubgebläse eingesetzt, um die Reizstoffe aus dem Gebäude rauszubekommen. Das heißt, wir konnten gar nichts mehr feststellen, gar nichts mehr messen. Wir haben dann geguckt, dass wirklich alles dann belüftet war, haben alle Räume nochmal kontrolliert. Ja, und im Laufe oder schon beim Ankommen haben wir dann die ersten Patienten festgestellt mit Reizungen, mit Übelkeit. Die wurden dann gesammelt. Das heißt, im ersten Moment hatten wir 8 Stück im ersten Moment. Und das hat sich jetzt im Nachhinein auf ja, über 30 dann erhöht, die jetzt hier gesammelt, gesichtet werden und zur weiteren Behandlung in die JH-Unterkunft gebracht werden. Und von dort aus werden dann weitere Maßnahmen noch ergriffen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identität der Tatverdächtigen dauern an. Insgesamt waren neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei 12 Rettungswagen, 3 Notärzte und zahlreiche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.